Oh Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit Kebab Chiefs. Hier müssen wir ein Restaurant leiten. Eine Dönerbude. Gleich kommen die krasseren Gerichte und dann können wir richtig böse leveln. Ist der besser als Platte und Basti? Wieso vergleichen hier so viele Leute? Ich schwöre. Digga, aber wenn man schon vergleicht, welches Level sind die? Lass mal höheres kommen. Lass mal hörspielen. Nee, aber Digga, irgendwelche Games, die in Amerika gehypt werden, kommen halt nach Deutschland. Dann spielen das alle und dann wird man mit dem verglichen, der es in Deutschland als erstes gespielt hat. Ja, sei du der Typ einfach mal, der in Amerika direkt nimmt. Soll ich direkt klauen und dir direkt Bescheid sagen? Ja, lass die ersten Deutschen sein immer. Okay, dann ab jetzt. Das ist zu einfach. Hühnersuppe, Tomatensuppe drauf. Ich hab hier eigentlich mal meine Soßenecke. Ich weiß nicht, warum du jetzt hier deinen Scheiß dahin getan hast. Das macht gar keinen Sinn. Ey, du mit deiner Soßenecke, ich schwöre, ich knock dich aus. Also wenn ich 400 Mal ankündige, ich will eine Soßenecke und dann krieg ich keine Soßenecke, dann bist du auch selbst schuld. Ja, aber ich scheiß auf deine Soßenecke. Suppenecke heißt es, du Idiot. Du sagst, du bist nicht so doof. Ja, aber du hast gerade Soßenecke gesagt. Oder ich, oder, nee, oder? Kann auch sein, dass ich mich gerade vertue. Digga, bin ich ein... Fertig! Gut, kannst aufmachen. 3-0, 5-0. Echt aufmachen? Ja, wer war's 3-0 für wen? Also 3,0 ist die Bewertung. So. Muss ich was zu trinken holen, aber echt. Machen? Was macht Norex eigentlich? Ist er der Hausmeister? Ja, der macht das hier. Aber das manchmal hilft er in der Küche mit. Das ist so respektlos. Ich schwöre, ich glaube, du willst mich nur provozieren, glaube ich. Aber ich bin da noch nicht ganz hintergekommen. Ich mal lauche die krassen drei Gerichte raus, Alter, und werde die ganze Zeit getrashed von allen. Ja. Ohne Sinn. Wann kommen die krassen neuen Gerichte? Ich schau mal rein, ja? Zwiebelsuppe, 12 Sterne, was, 200, wir müssen Level 260 sein. Nein, oh das kann ja nicht Gott, sein. Wir leveln so krass jetzt noch. Das kann ja nicht sein, oder? Welche Stühle hast du gekauft? Ich würde jetzt eine neue Stühle stellen. Nein, ich habe noch keine neue Stühle geholt. Tu mal, mach mal schnell hin. Nein, wir müssen uns erstmal aussuchen, was uns gefällt. Wir müssen uns mal richtig Zeit nehmen. Wir dürfen nicht immer alles so hasten, Bro. Lass mal Content draus machen. Doch. Nee, du machst immer kein Content, du bist immer nur am Durchzocken. Ja, das ist das Geile. Und dabei entsteht er. Nein, das ist immer so. Welche Stühle findest du geil? Bluthochdruck wegen dir. Ich weiß nicht, was würde hier reinpassen? Auf jeden Fall Zweierstühle. Ich finde den für. Oh Gott, für 10.000. Oh, die sind viel zu teuer. Wir müssen erstmal mal lochen. Boah. Ich sag, die Billigen tun es auch erstmal, aber auch jetzt auch so Vierertische mir einholen oder zwei. Vierertische bin ich dagegen. Es kommen alle einzeln rein, deswegen ganz viele Zweiertische. Ja, aber auch ein Vierertisch setze ich nicht dran, aber es ist für die Ästhetik, Bro. Müssen wir draußen auch noch Tische holen. Welchen Tisch haben wir denn? Dann lass den mit dem. Den einfach das Scheißding, okay. Können wir eine andere Farbe machen. Dunkelgrau fühle ich. Ja, dann mach du, ich hab die Schere, das wird scheiße aussehen, Max. Oh, hier ist so ein dunkler Eichenton. Ich guck mir den mal an. Kostet ja auch nur 200. Steht nicht so dicht aneinander. Also ich finde, der hat was. Gehen die Leute dann auch wirklich in den Außenbereich? Wenn wir guck den mal, haben. Aber wie es buggt. Guck mal, wie er hier buggt. Ich hasse, dass du das hier hingemacht hast. Die sind so schräg. Mann, der buggt da auch bei gestern, die buggen immer irgendwo. Naja, man muss sie alle vertikal hinstellen, dann geht's. Level 110, sauber. Also dieser eine Tisch triggert ja hier maßlos, ne? Ja, hier dann aufgekocht. So, jetzt stehen hier ein paar mehr drinne. Wieso schreien die so laut? Weil das Essen so geil ist, Max. So geil an den Automaten. Ich zahle 200 Euro Elektrizitätskosten, 2750 Euro, 500 Euro Stuff. Hallo, was passiert hier gerade? Ich habe Geld zurückgezahlt ein bisschen. Geld.
The Claw und Süßigkeitenautomat ist nicht erreichbar. Zeig mal. Das ist gelogen, The Claw ist fast leer. Kaugummis auch komplett aufgesaugt. Und wir können Koch anstellen. Was? Klappt komplett, The Claw. Wir können den Koch anstellen. Wow, was hast du bei den Fähigkeiten, bei den Perks schon gelevelt? Wahnsinn. Ich war abgeperkt gestern. Wir kommen auf Perkies, Max. Krass, hast du hier reingelevelt. Und rabattsüchtig kann man nicht nochmal kaufen. Wieso kann man es nochmal kaufen, wenn wir schon alle Dinge haben? Weil ich glaube, dann geht's noch höher. Mitarbeiter. Level 111, super. Koch kann man später einstellen, das glaube ich nicht. So, wir können jetzt schon die anderen schreiben. Da fehlt was, ein Gericht fehlt von dir. Da bin ich gerade dabei, das zu machen, Bro. Ja, aber wo kann man Koch einstellen? Wo siehst du das? Also das sagen die Leute, ich habe das jetzt nicht nirgendwo gesehen. Das ist gelogen, ich räume den Müll weg. Oh, wo ist der Mülleimer? Hinten in der Ecke. Alter, neben den Lebensmittel ist das respektlos. Wieso haben wir nur noch 8000, was du gekauft? Schulden zurückbezahlt, machst du ja nicht. Bro, du hast ja aber die Tische, die stellst du einfach mitten ins Reinenraum. Das sieht so scheiße aus. Findest du da gut? Die sollen überall Tische hinkommen. Guck mal, die stehen auch krumm und schief. Du machst dir keine Gedanken, habe ich das Gefühl. Guck mal, wie scheiße das aussieht. Du hast es nicht gemacht, dann mache ich es hässlich. Das ist die ganz normale Regel. Ja, weil du immer so hastig bist. Wir können nochmal chillen. Bro, wir könnten aus dem Spiel hier mindestens 30 Stunden Content rausziehen. Aber wenn wir so spielen wie du, haben wir 15. Nehme ich. Nee, das ist du. Das nehme ich. Das ist geil. Du bist dein eigener Untergang, Max. Das ist geil. Und wird die Hähnchenbrust so gekratzt. Was? Ja, ist gut. Wir sollen Tische draus machen, sagen alle. Bringen die echt was? Mit Meisterschaft bekommt ihr neues Essen. Nicht durchs normale Leveln. Ach so, echt? Die Suppen laufen nicht. Ja, es wird abends. Die Leute kaufen die Suppen nicht. Ich mach das Gericht nicht neu rein, weil das wasted ist am Abend. Ja. Digga, die Suppen laufen nicht. Ja, keiner will deine scheiß Suppen. Ja, ist so. ist so. Ah, wir können ja auch diese Tante hier dazu holen. Dann können wir so Backwaren, Cupcakes und Gelee herstellen. Bleh. Aber auch Croissant. Wurstgrill. Nee, Digga, das ist nicht. Wurstladen ist cool. Wer ist er denn? Müssen wir dafür wirklich dafür 260 sein für Zwiebelsuppe? Tofu-Kebab schaltet man auf dem letzten Level frei. Level 260. Boah. Das ist krass. Können wir hier die Gourmet-Frau machen? Hier, Elena. Ach du Scheiße, wir müssen Elena erst freischalten. Wir müssen 30 Hotdogs und 15 Zitronenspieße und 20 Hamburger servieren. Checkst du? Was? Dann schalten wir 8 neue Rezepte frei. Oh, das ist hart. Wir müssen die Gourmets leveln. Dann mach mal einen Hamburger, Bro. Hamburger hast du schon 12 gemacht, oder war das Revi? Revi war Hamburger, ich bin Dürüm. Ich guck mir mal Hotdog und Zitronenspieß. Guck dir mal Hamburger an, Bro. Nee, Hotdog und Zitronenspieß. Ich mach mal Zitronenspieß freischalten. Hotdog freischalten. Ist auch nur Level 5, ne? Jetzt gucke ich, haben die alle noch ihre Sachen? Ja, geil. Das war doch ein erfolgreicher Tag, Mann. Richtig erfolgreich. Jetzt gucke ich mir das hier mal an. Zitronenspieß Level 7. Oh, huge. Wie kann ich das anpinnen jetzt hier? Mal ganz kurz. Aha. Salz, Chili, Pfeffer, Hähnchen, Zitrone. Backen für 30 Sekunden. Ja, wenn man Ofen, den Bro. Spieß vom Stiel lösen. Ja, das ist hart jetzt, Bro. Teller hinzufügen, grillen, Tomate, Paprika, Zwiebel, schneiden, Tomate, Zwiebel. Petersilien. Boah, Zitronenspieß? Ja, jetzt ist hart.
Wo ist Mehl, Digga, hä? Flur heißt das. So das. Hast du nicht gefunden? Doch, doch, warte. Und Hefe? Hefe? Okay, wir haben es geschafft. Müssen wir die Gerichte hier wieder wegnehmen? Schimmelt das bis morgen? Ja, bitte lass mich kurz. Ich lass mich kurz bitte Burger vorkochen. Ich will ganz viele Burger vorkochen. Dann haben wir die morgen. Hamburger? Ja, wir können morgen dann direkt aufmachen. Aber das dauert. Oh, bitte und bitte stress mich nicht, sonst fange ich an zu heulen. Digga, die zwar eine Stunde mit dir spielen, fühlt sich wieder an wie 10 Stunden. Kann nicht mehr. Ich hab Burnout. So ist die Jugend von heute, Leute. Ich kann einfach nicht mehr arbeiten. Ja, Digga, kein Wunder, dass Romatra nach 6 Jahren mit dir chillen so verbraucht aussieht. Der sieht echt alt aus. Digga, das gleiche wird mich auch holen. Das ist ja richtig schwer. Ich probiere mich mal an den Zitronenspieß ran, ey. Den kann ich ja jetzt schon machen. Den kann ich morgen nur warm machen. Das geht, ne? Denke schon. Sicher? Ja. Wie viel sind das? Hähnchen. Am Scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht schon, ne? Schon verkackt. Ich habe das geschnitten. Egal, tue ich in den Kühlschrank rein. Das geht, der hält sich ja noch, ne? Wo haben wir hier einen Spieß? An der Wand hängt der Spieß, Bro. Da oben an dem Döner. Oha. Hab ich gut aufgehangen. Da steht da schneiden in Hähnchenbrust. Erst würzen mit 3 Gramm Salz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was noch? Chili-Pfeffer. Chili-Pfeffer, haben wir das überhaupt? Ah, ja. Chili-Pfeffer. Chili-Pfeffer, ja. Chili-Pfeffer! Ja, Chili-Pfeffer! Dann reich es mir bitte aus dem Gewürzschrank. Digga, bist du dumm? Hier! Chili-Pfeffer! Hier, vor dir, steht da! Gewürzglas mit süßem Chili-Pulver? Das ist Chili-Pfeffer, Bro. Da unterschied doch Chili-Pfeffer. Warum machen sie das? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das kann auch total falsch sein, was ich hier mache. Guck mal, jetzt steht hier schneiden Hähnchenbrust. Warum denn? Dann ist es doch Hähnchenspieß. Kann ich das hier schon befestigen? Nee. Ich muss das schneiden. Aufspießen, aufspießen. Weglegen. Zitrone. Hier ist was passiert. Hier ist was passiert. Was ist das? Kann ich das wieder abziehen irgendwie? Ja, geil. Ja, du kannst es abdingen. Geil, jetzt geht's. Geil, geil, geil. Hähnchenbrust mal 4. Backen für 30 Sekunden. Wo ist Backen? Sag schnell. Ja, nimm den unteren Ofen. Einfach reinlegen. Ja, und anmachen. Der ist aber an gerade. Wann sehe ich, wann der fertig ist? Ja, du kannst aufmachen und gucken, wie die Leiste davor ist. Ja, das war laut. Ich mache hier gefühlt noch, weil haben wir noch einen Spieß? Ja, damit. Boah, ist das krossbraun. Geil.
Ey, was ist das? Eine Tür, Bro. Ich hab hier ein Hähnchen, ist abgegangen. Ich hab den Spieß rausgenommen. Du kannst es nochmal wieder raufstecken. Ist das eklig. So, und nu? Ich leg das mal kurz hier hin. Vom Spieß lösen, Teller hinzufügen. Ach du. Tomate, grüne Paprika und Zwiebeln. Anscheinend, Bro. Das ist ein richtiger Teller. Und das kann ich morgen wieder warm machen, einfach. Ja. Das ganze Riesengericht. Ja. Bro, ich koche hier eine halbe Stunde an einem Gericht. Ja, aber das Tomate, genau, grüne Paprika, das mache ich in Tagen, Bro. Muss ich die schneiden, kann ich die direkt drauflegen? Schneiden, Tomate und Zwiebeln. Und weggeschmissen, zack. Grüne Paprika. Zwiebel, zack. Wie sagst du was? Du sprichst Zwiebel immer so scheiße aus. Petersilie. Fick dich, Alter. Mann, ey, ich habe echt das Gefühl, dass du ein bisschen dumm bist. Warum stöhnst du so beim Reden, Digga? Was soll das denn jetzt? Grillen, Tomate. Was noch? Grillen, grüne Paprika. Muss ich die wenden? Muss ich Gemüse aufwenden? Ich habe noch nie Gemüse gekocht. Nein, muss man nicht. Also in Game zumindest nicht. Grillen. Das ist ja hart, hart, hardcore. Bro, ich koche hier eine halbe Stunde an einem Gericht und dann kommen die gleich und essen das in einer Sekunde auf. Ja. Alles gekocht, schneiden. Du wirst alles fertig, jetzt muss ich immer nur die Brötchen auseinanderzimmern. Oh mein Gott, weil deine scheiß Suppen hier umstehen. Und Zwiebel. Ist das ekelhaft. Digga, hast du schon Probleme mit Gemüse im Game zu schneiden? Nee, aber es ist. Ich find's einfach, sieht unappetitlich aus. Das ist fertig. Muss ich jetzt irgendwas damit noch machen? Heiß servieren. Ich tue es jetzt in den Kühlschrank und kann es morgen früh warm machen, ja? Richtig. Okay, lass checken. Ach du Scheiße. Den tue ich auch kurz weg. Wir brauchen neue Kartoffeln, wir brauchen so, hol mal die Ingredients. Was denn so? Kartoffel, Zwiebel, Tomate. Ich kauf einfach, ich kauf alles fünfmal, boom. Ja, außer mach mal nicht, ja doch, 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 brauch alles fünfmal. Rote Paprika fünfmal, Petersilie nur zweimal. Tomate fünfmal, Zitrone fünfmal. Knoblauch nur zweimal, das Aubergine gar nicht, Zwiebel 5, grüne Paprika 3, was ist das hier? Pilze gar keine, Erdbeeren keine, kochst du irgendeinen Scheiß? Nee, ne? Nee, ich koch unser Zeug. Ja, aber kochst du mit Erdbeeren? Nee, ne? Auch nicht, aber wenn halt krasse Gerichte damit kommen, dann kann das schon passieren. Hä? Digga, alleine das in den Kühlschrank einsortieren, dauert ja jedes Mal eine halbe Stunde. Ey, du bist, was heißt mal auf der Spur? Max, ja. Warum hast du mich auf der Great Fight Night eigentlich angespuckt? Musste ich. Warum musstest du das? War Teil des Deals. Also hast du nur mitgemacht, wenn du mich anspucken darfst einmal? Richtig. Okay, gut. Digga, bei der Great Fight Night warst du einfach 16 und jetzt bist du 3 Monate später einfach 30 gefühlt. Nein, Digga, ich war so krass, da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, gesehen, oder? Wieso warst du dann so krass? Wieso so krass? Hast du das erste Mal gesehen? Hast du gerade gesagt. Ja, also wir haben uns das erste Mal gesehen und dann hast du mich so...
Du hast mir so gesagt, yo, Aftershow später, und du hattest mir so irgendwie ein Ticket gegeben, damit ich Aftershow komme, aber das hat nicht funktioniert. Da musste ich dich 20 Mal anrufen, Alter, und weil du da kein Internet hattest, bist du irgendwann völlig, keine Ahnung, durch den Wind hochgekommen. Ja. Und hast mich dann wieder reingezimmert. Und dann sind wir dumm gegangen. Ja, ist doch krass. Ja, das war krass. Ah, wo du die ganze Zeit meine Getränke gehalten hattest, ne? Ja, das war praktisch. Kennst du den Clip? Ja, klar. Okay. Ich geh jetzt pennen instant, ja? Wo mache ich, Ich hab Snapflam mit WLAN verloren und er muss jetzt 1 Euro zahlen, Digga. Scheiße. Ich geh pennen in 3. Ja, warte, lass mal gucken, alles weg ist, alles weg. Chill, chill, chill. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich kann's machen. Ihr verbraucht auch viel Strom, wenn die Geräte mal an sind. Naja, gut. Oh nein, stopp, doch nicht. Ja, hallo, warum hast du gerade 4.000 ausgegeben? Wann checkst du, dass ich Schulden zurückzahle? Nicht so wie du im echten Leben. Digga, habe ich Schulden? Nee, Schulden, die Quetschers, die waren ja mein Geburtstagsgeschenk. So ein geiles. Aber die Nudel war auch mit dabei. Die Nudel wurde gut benutzt, das war geil. Ja, ja, die Nudel hat irgendwie richtig... Ich geh jetzt pennen, ja? Ja. Boah, das levelt doch wieder. Ich seh's doch, wenn's levelt. Minus 30.000, Schere. Alter, 12.000 durch Einnahmen. Und Passive? 5.000, Traum. 37 Kunden haben wir gemacht, das ist Rekord. Ja, das ist echt Rekord. Ich muss mir gleich kurz was zu drehen. Digga, tschüss, das ist 10 mehr als unser vorheriger Rekord. Lädt. Sehr gut. Und ich muss kurz auf Klo und mir was zu trinken holen, in echt. Echt jetzt? Ja, das ist... Das musst du Rumatra auch immer. Digga, nur weil du, keine Ahnung, du stuhlst dich ein so, du bist krank, glaube ich. Dein ganzer Greenskin ist voller Kacke. Nein, ist falsch. Ich geh kurz auf Klo. Ein Scheiß-Call. Okay, wie kann ich das jetzt warm machen, dass es funktioniert? Wo, Leute? Im Ofen? Auf dem Herd? Im Grill? In der Fritteuse? Wie macht man das warm? Welche Temperatur hat das? Kalte Temperatur. Hier drauf einfach? Auf den Herd stellen. Alles geht. Den Teller hier drauf. Warum ist die Persille noch kalt? Nee, das gefällt mir nicht. Die Tomaten verbrennen. Hier wird alles. Reicht. Speisekarte. Zitronen. Zitronenspieße. Backen 19%. Irgendwas ist das scheiße. Zitrone verkocht. Was ist das verkocht? Hähnchenspieße verkocht, ja. Nehme ich aber. Ey, ich hab's, ne? Ich hab fucking Zitronenspieße auf der Karte. Das bisher schwerste Gericht. Du kannst mal die Kimmel lutschen. Ich hab dich komplett outranged. Meisterung müsst ihr freischalten. Wo seht ihr das denn? Nuriax?
Noreax. Ja, ich war gemütet. Die Kimme lutschen, habe ich gehört. Ich hab vergessen. Speisekarte. Oder wir gehen auf Gebäck. Mit dem Burger nicht heiß. Wow. Wie eine Tomatensuppe rasiert. Der Hotdog noch. Ja, du musst langsam jetzt auf Hotdog switchen, ne? Wir müssen wirklich. Du musst gucken, drück mal Tab. Gourmets. Erlena. Ja, aber ich will erstmal das, alles, was ich hier habe, jetzt gefolgt. Guck mal, ich konzentriere mich auf die Zitronenspieße. Und wird das Brot nicht heiß? Ich kauf mir Spieße. Boah, ist das eine Schlange. Ich kauf mir Spieße. Oh nein, geht das nur so? Ist das ein Spieß? Spieß. 1, 2, 3, 4. Nervig. Bei dir verbrennt's irgendwie. Nee. Oben links ist Meisterung bei Speisekarte. Okay, Fleisch ist leicht angebrannt. Der erste Burger wird scheiße. Okay, geht. Ich schieb die Spieße hier mal ran. Hat das Spiel schon jeder gespielt? Gefühlt können ja alle spielen. Je mehr Leute spielen, desto besser ist es, oder nicht? Ja. Okay, dann haben wir es doch eigentlich, Max, oder nicht? Können wir aufmachen, die Luken? Der Ofen ist doch sehr laut. Nein, ich hab's verkackt. Ich muss erst würzen, ne? Ist, wann man würzt, nicht egal so, außer du machst es halt während oder weißt du? Oder vor dem Grillvorgang. Digga, du wolltest Bratkartoffeln machen und hast Kartoffeln und Zitrone verwechselt und hast Bratzitronen gemacht und hast 0 Sterne bekommen. Das sieht ultra gleich aus. Wenn man in der Eile ist, weil das ist ja eine ähnliche Form. Ja, aber du kannst doch nicht mit Zwiebeln und Speck ein paar Zitronen anbraten und das den Leuten servieren, das ist schon assi. Ja, das ist schon, das gehört sich schon nicht. Du hast noch einen, ja, ich weiß, aber wir müssen das Ding leveln. Ja, wir können eigentlich aufmachen. Geh ich mal auf. Fertig. Wenn ich das vorbereite. Ich mach direkt das schwerste Gericht, level ich uns durch. Ja, aber durch, wir müssen morgen noch Tomaten- und Hühnersuppe loswerden. Einfach nur Geld. Ja, safe. Wir kaufen das alles weg und dann leveln wir die Gerichte. Auf jeden Fall, du hast recht. Ich tue das hier oben rein, ja? Ja. Ich mach 3 Spieße gerade auf einmal. Ja. Ja, was ja? Ja, das ist gut. Wie geht der Aal hier an? Das war so laut, Digga. Spieß. Muss wieder anmachen gleich. Spieß. Spieß. 3 Spieße raus. Macht das Unterschied, ob ich es links oder rechts hinpacke? Ich weiß es actually nicht. Actually, I guess, legit. Absolutely. Digga, chill. Das ist einfach so, redet man als normaler Mensch in meinem Alter. Ich bin, das ist ganz normal. Ist nicht normal, nein, ist es nicht. Ey, das, Digga, ist das stimmt nicht normal. Stimmt nicht, bin 10, schreibt hier einer. Ja, da wurde ich gebannt, Digga, weil wenn man dafür 10 nicht auf Twitch sein, der hat sich gerade voll selber verraten. Ist es nicht? Ja, okay, gut. Dann ist es nicht normal. Ist es echt nicht.
Tomate, grüne Paprika, Zwiebel. Tomate, grüne Paprika, Zwiebel. Ja, geil. Falscher Teller. Diese Scheiß. Können wir unsere ovalen Teller bitte verkaufen? Oh, nee, geht glaube ich nicht. Was ist das hier für ein Teller? Ovaler Teller, das ist ein Anzeigefehler. Was ist das? Ovaler tiefer. Oh, das wäre geil, wenn es so eine Warmhaltetheke geben würde. Runder, flacher Teller, jetzt haben wir es. Geh mal hier weg. Tomate. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Oh, ich spiele doch auch das Spiel. Tomate runter. Runter. Runter die Tomate. Restaurant Level 115 stark. Und wir während alle essen, machen wir das Essen. Ja. Das ist ultra smart. Du rempelst mich ganz schön oft an. Ja, Digga, sollten wir noch einen dritten Grill holen oder was? Einen zweiten, ja. Digga, mach ich das stark. Dir ist bewusst, dass ich die ganze Zeit das schwerste Gericht mache, alleine, ne? Ja, Bro, ich mach auch die ganze Zeit schwere Gerichte, alleine. Der Hamburger, Digga, ich hab richtig einen aufgebacken. Was machst du jetzt? Zack. Tomatensuppe fehlt. Kannst du mal ganz kurz warm machen mit die Tomatensuppe? Ja, hä, Tomatensuppe haben wir noch gar nicht im Angebot gerade, oder? Doch, Hühnersuppe haben wir nicht. Okay. Wir wollen letzte Tomatensuppe noch wegkochen. Einmal Tomate drauf. Zwiebel drauf. Paprika drauf. Ist fertig. Petersilienscheiben noch, die spinnen doch. Zählt alles, ne? Krass. Ich habe hier gerade was richtig Magisches gemacht. Hast du Mittelfinger in die Kamera gezeigt? Ja. Mm. Ich glaube, wenn du Mittelfinger zeigst, das ist das Magischste, was du für mich machen kannst. Was soll ich machen, dass es auf einmal ist? Wie geht das nochmal? Dass der ganze Spieß auf den Teller geht. F auf den Teller. F. Oh, hat's geklappt? Zählt das? Petersilie, schwupps. So, die fertigen Gerichte dann einfach hier in den Kühlschrank, ja? Richtig. Digga, das wird ja gleich so leveln am nächsten Tag. Okay, aber jetzt wird's Nacht und ich würde sagen, ich fülle Burger nicht mehr nach, das ist zu wertvoll. Ja, ja, ist zu wertvoll. Oh, man kann das auch braten, wenn das auf dem Teller ist. Grüne Paprika noch dazu. Ein Stück Petersilie. Zack. Wieder abrein. Geil! Hinstellen das Gericht. Fehlt es denn? Oh. Mein Gericht fehlt, aber es ist jetzt eh abends, ne? Naja.
Du musst jetzt morgen rasieren mit Hotdog, ne? Hotdog? Nee, ich will jetzt mal Burger wegkochen. Ja, aber... Aber ich kann Hotdog nicht gucken, wie man den macht. Hotdog müsste gehen. Das war richtig gut gespielt. Guck mal, wir gehen mal hier auf Gourmet. 4 von 15 Zitronenspieße bereits serviert. Let's fucking go. Muss gucken, ich würde jetzt, wenn du mir so 10 Minuten lässt, den Hotdog einmal durchkochen. Du brauchst 10 Minuten für den Hotdog. Ja, das ist wieder komplett der neue Workflow. Ich muss. Scheiße. Mehl, Hefe, Ei, Butter. Nee, das ist so. Das heißt die Burger. Wie viele Hotdogs muss ich verkaufen? Du brauchst. Achso, Hotdog, viele. Du brauchst nur noch 4 Burger, dann ist fertig. Die kannst du morgen verkaufen, wenn du welche vorbereitet hast. Ja, aber ich hab viele vorbereitet. Ich will die alle erstmal loswerden, weil sonst haben wir immer viel zu rumstehen. 4 Heimburger musst du noch verkaufen und dann ja. 30 Hotdogs. Du musst mit Hotdogs jetzt starten. Ja, okay, aber ich habe noch richtig viele. Ich will morgen Burger, Hotdog, beides machen. Okay, wow, bist Level du krass. Wenn du schaust, bist du krass. Ich habe ja meine Burger schon vorbereitet. Wenn du mir jetzt immer 10 Minuten lässt am Abend, Digga, dann kann ich ja. 10 Minuten? Digga! Du willst doch. Ja, 10 Minuten, gönn mir die doch. Digga, 10 Minuten. 10! Ich würde dir höchstens 30 Sekunden geben. Digga, weißt du, wie viele Working 10 Steps? Minuten! Bro, das sind so viele Working Steps, bitte. Du kannst. Ich weiß nicht, hast du irgendwie. Warum musst du immer alles so schnell machen? Du trödelst! Ich trödel, Digga! Wenn du eine Minute meinen Stream guckst, du siehst, wie ich am Abmalochen bin. Die ganze Zeit, ich weiß nicht, was du machst. Mehl, Hefe, Ei, Butter. Mischen sie zu deiner Knetmaschine. Haben wir die schon? Ja. Ja, ich bin. Die höre ich doch da gerade. Ah, wusste ich. Was guckst du mich so an, Digga? Ja, ja. Okay, dann hast du. Hotdog-Brötchen. Easy. Aufs Backblech fertig. Das ist schon mal richtig einfach. Chili, Pfeffer und schwarzer Pfeffer. Wurst würzen. Hotdog-Brötchen, Wurst. Dazu Kartoffeln und Zwiebeln und schneiden. Fertig. Bro! Der Zitronenspieß ist schwerer. Ich mach dir das Gemüse fertig. Ich mach mal. Wollen wir mal 3 Teller machen, Hotdog? Ich mache 20 Hotdogs, Bro. Okay, geil. Dann mache ich dir das Gemüse. Ich geb dir auf den Teller ganz viele Kartoffeln und Zwiebeln, okay? Ja, ich hab auch das Falsche gecraftet. Komm, machen wir zusammen. Ey, geil, dass du jetzt nach irgendwie 20 Stunden Spielzeit checkst, ob man hier zusammenspielt. Ja, aber das Problem ist... Ja, sag's, komm. Sag dein Problem, mach mich fertig. Das einzige Problem, was wir wirklich haben, ist, dass du weinst. So, das ist unser größtes Manko, finde ich, bei uns im Restaurant. Nein. Alles ist top, bis auf unser Hausmeister weint den ganzen Tag. Digga, das ist so respektlos. Sag mal, wie viel Portionen du machst, bitte. Ich habe gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hotdog-Brötchen im Ofen. 7, Digga, das ist ja einmal für immer. Ja, richtig. Dann kaufe ich jetzt noch Zwiebeln und Kartoffeln. Brauche ich noch was? Hast du Wurst? Nö. Zwiebeln und Kartoffeln. Ich will Wurst. Was war das? Kartoffeln auf jeden Fall. Ah, und Zwiebeln, klar. 48 Euro, Alter, für 3 Zwiebeln, das ist so dumm. Mach den Ofen aus, mach den Ofen aus. Nein, das verbraucht Strom, das ist gut. Oh, in time geschafft, let's go. Oh mein Gott, let's go. Jetzt geil durch. Einfach eine Kartoffel auf dem Grill ist aber auch hart, ne? Acht Stück meintest du? Ne, 7, ne? Ja, chill. 7. Ich mach die Wurst fertig. Ja, ich mach nur die Beilagen.
Ich muss die Wurst backen? Wie? Wo muss ich die Wurst backen? Das klingt ein bisschen ekelhaft, wenn ich ehrlich bin. Zack. Was liegt das so schön an den Rand? Ich bin ja so am Helfen, ne? In Game auch. Danke, Mann. Da muss ich die Wurst im Backofen auch grillen? Drehen? Ne, das ist ja von oben und unten. Muss ich die Wurst im Backofen? Da kracht's schon mal. Und dann nein, auch, das steht da. Muss ich die Wurst im Backofen auch grillen? Alter, das ist ja so krass. Nein, das es gibt immer einen Koch und der ist voll scheiße und heißt Nuri. Das steht da in der Anleitung so. Bitte, ich schwöre. Die Wurst backen, Alter. Das ist eine Backwurst. Das ist so krass. Ich finde so Backen und Wurst in einem Wort ist sehr, klingt irgendwie ekelhaft. Digga, eine Backwurst. Eine Backwurst, Alter. Ja, okay, reicht. Nee, das ist ekelhaft. Warum klingt das so ekelhaft? Ja, okay, Max, chill jetzt. Ich will jetzt auch dein Gericht nicht zu sehr flamen, aber ich glaube, das ist schon. Eine Bockwurst klingt wiederum lecker. Lorex, wie schmeckt ein Trimax Eier? Gut. Ja, okay, gut. Mach jetzt hier mal. Ich habe jetzt den Hotdog fertig, du nur noch die zwei Beilagen: Kartoffeln und Zwiebeln. Hab ich fertig. Halt deine Fresse, wenn du jetzt redest. Siehst du das hier? Okay, aber. Wir wollen ja. Eigentlich, die Beilagen sollten wir immer erst machen, wenn wir es brauchen. Weil wir brauchen morgen nur ein Gericht und hast jetzt 10 Kartoffeln. Wieso denn? Du hast 10 Teller jetzt. Mach alle auf einen Teller und ich nehme den immer. Ich crafte den immer zusammen. Und mach den warm. Was? Wieso denn? Weil wir ja morgen. Ich muss morgen nur einen Hotdog rausgeben und nicht 9. Und dann füllst du ihn nur nach. Ja, du machst für jeden Tag einen Teller. Ja, aber wir haben nicht so viel Stauraum. Bro, die Zwiebel war noch nicht zubereitet. Oh, mittlerweile sieht es richtig gut aus hier mit dem. Im Schrank, oder, Chat? Oh, Chat. Tut leid, ich rede mir zum Leid. Digga, warum redest du die Zwiebel, bevor du sie schneidest? Du bist der Idiot. Erst die Zwiebeln braten, dann schneiden. Wie in echt. Oh mein Gott, einer schreibt gerade, das Game mit zwei konkurrierenden Restaurants auf einer Map und die Essenstester beeinflussen, welche Restaurant besser läuft und wie gut ihr Essen zubereiten. Wie krass wäre das hier gegeneinander, checkst du? Ja, aber dann auf Zeit oder was? Nee, so, wer hat besser das Essen zubereitet und so, dann die Tester, wer da besser abliefert, kriegt bessere Kunden. Stell dir mal vor, jetzt du kamst auf andere Seite, das ist Kevin und Basti. Schön, das ist ja praktisch. Das wäre crazy. Dann könntest du an Bastis, Kevins und an meinen Eiern gleichzeitig saugen. Das würde dir gefallen, so ein Modus, ne? Ja, das wär der Himmel auf Erden. Das wäre perfekt. Das wäre fast wie Craft Attack, Alter. Das ist ja nochmal krass. Ja, das wäre ein Traum für dich. Craft Attack im Februar. Ich hab hier gemacht. Mach, was du willst. Ich hab die hier fertig gemacht. Okay, auf den Teller. Du machst die Geräte nie aus. Nee, du meinst doch Sky für Stromverbrauch. Ja, stimmt. Okay. Soll das einräumen hier? Ich penn. Nein, bitte, du musst doch die Teller hier vorne von dem Dings wegmachen. Ey, Max, ich glaube, du checkst das Spiel nicht. Max, wir müssen. Oh, nee, okay, scheiß drauf. Wir lassen das jetzt vergammeln. Egal. Na komm, mach schnell weg, mach schnell weg. Okay, das dauert ein bisschen und du bist wieder richtig am Quengeln. Du hast gerade, ich sag, du hast 5 Sekunden gerade mal einmal nichts gemacht. Na, ich bin die. No joke, guck mal, ich bin die ganze Zeit. 5 Sekunden hast du einmal kurz überlegt. Nee, ich hab einmal kurz gelacht, als du mich fertig gemacht hast, dass ich mit den Eier saugen. Okay. Das war, weil ich das echt witzig fand. Wieso tust du denn einfach alles in den Kühlschrank? Ist doch alles gut dann. Ist doch alles super. Ja, ist doch alles super, weil ich das ganze Zeit mache und du rennst immer los und dann machst du mir so Druck. Ja, dann kann ich doch jetzt pennen. Mann, ich hab Herzmuskelstörung wegen dir. Alter, wir spielen seit einer halben Stunde Restaurant-Simulator. Ja, das ist todesanstrengend, weil du die so richtig quengelst. Ich weiß nicht, Ich weiß es nicht. Ich will Level 700 sein, so. Wieso kann ich nie pennen? Wieso muss immer der Dumme pennen? So, geschafft.
Hamburger Level 3, GG. Zitronenspieß, immer noch Level 1, aber war gut. Geld, huge, 16.000. Wie viele Gerichte? 29, ein bisschen Arsch. Passiv auch Arsch, überspringen. Hä, passiv ist auch voll okay. Wir waren schon mal auf 9.000 passive. Ja, aber heute waren noch weniger Kunden da als sonst. Oder? Tomatensuppe muss raus, das bringt viel zu wenig, Bro. Heute nur Highballer-Gerichte, checkst du das? Wieso B, ob du nicht magst? Was? Nicht so gut. Muss man in Videospielen immer hüpfen? Das doch, bringt doch gar nichts. So. Wie krieg ich jetzt meinen Zitronenscheiß hier warm? Einfach auf den Grill flatschen, ja? Anscheinend. Warte, der Hotdog ist Zwiebeln, Kartoffel und der Hotdog halt, oder? Reicht schon, oder? Sah doch gut aus. Das wird echt immer schnell warm gemacht. Ey. Ich tu rauf heute den leckeren Zitronenspieß. Und dann haben wir heute noch die Hühnersuppe im Angebot. Okay, ich mach heute nochmal einmal. Ich mach einfach einen Döner-Teller, weil der einfach immer krass Geld gibt. Und einen Hamburger, weil der ist. Boah, ich level 6,3 ist ja mein bestes Essen. Ich level Hamburger und Döner-Teller. Ist Döner-Teller schon Max? Ja, oder? Aber ich mach den trotzdem mal nochmal, weil ich das geil finde. So, zieh jetzt mal ordentlich an. Suppe und Döner-Teller geben kein Level mehr. Kann mir das mal jemand genauer erklären, was ihr damit meint? Ja, Dingsuppe bringt wirklich nichts mehr. Auch nicht, Tomatensuppe, die aber die andere Suppe, ne? Ja, die andere Suppe ist noch okay so, aber wir sollten lieber auf jetzt die neuen Sachen gehen. Oh, ein stabiler Hotdog. Nein! Es ist verbuggt. Noriax, hör mir mal zu. Okay, ja, ich höre zu. Du bist so dumm, dass ich bin sprachlos. Weil du kommst mir gar nicht so dumm vor. Ich bin die zwei linken Gerichte und du die drei rechten. Jetzt haben wir auf den Servierteller den Hamburger und die Suppe zusammengetan, haben uns das Spiel kaputt gebackt und gefickt. Warum sollten wir machen, ein Gericht von mir, ein Gericht von dir, ein Gericht von dir, ein Gericht von mir, ein Gericht von dir. Wie kommst du auf so eine unendlich unsatisfying, dämliche Reihenfolge? Ja, du hast recht. Man muss dumm sein. Ja, du hast recht. Ja. Bleib, Max. Kann ich nochmal warm machen? Einfach weggewastet, die Scheiße. Zu viele Köche verderben den Brei. Zumal, wenn ein Koch extrem dumm ist davon. Warum musst du die ganze Zeit sagen, dass ich dumm bin? Erklär mal. Ja, ich weiß sonst nicht. Okay, komm mit mir in den Allgemeinwissensquiz 1 gegen 1, ich rasier dich. Allgemeinwissen ist nicht schlau und dumm. Hä, okay, was ist für dich schlau und dumm? Egal wo, ich mach dich. Du bist dumm. Okay, aber wo, in welchem Bereich bist du denn krass schlauer als ich? Restaurant-Simulator spielen. Nee, Digga. Hühnersuppe 5,0. Du bist nicht auf den Lorbeeren, die Rewe und ich erkocht haben aus. Und das wissen alle, weißt du, Max? Was ist? Du ruhst dich auf den Lorbeeren, die Rewe und ich hier gestern erkocht haben privat aus, weißt du? Und das wissen wir alle. Jeder weiß das. Ich hab eine Stunde länger gespielt. Zitronenspieß ist das schwerste Gericht. Ich mache jetzt auch den Laden auf. Na, ach, Mann. Du musst auf Denglisch reden, sonst kapiert er es nicht. Ey, Mann, da schreibt bestimmt einer, der irgendwie 1990 im Namen hat, oder? 69 hat er im Namen. Ja, war klar. Ihn hast du aufgemacht schon? Ja. Oh mein, nee, alles gut. Hamburger habe ich schon abgeliefert. Zitronen-Hotdog? Nee, okay, das ist Kartoffeln. Ja, was fehlt jetzt noch an Gerichten? 4,6, wieso fuschst du beim Kochen? Das mach ich gar nicht, stimmt nicht. Ja, ich rufe das mal platt an, vielleicht kann er dir das erklären. Warum bist du so? Das ist verrückt, Max. Fertig?
Ich bin fertig. Das waren gerade 10 Sekunden so krass verschwendet, dass ich Schnappatmung kriege. Bro, warum muss man jede Sekunde so krass optimiert sein? Genieß einfach mal die Zeit mit mir. Jetzt können wir die Zeit genießen. Jetzt gehen wir ins Menü, Gourmets. Schauen. Ich brauche noch 11 Zitronenspieße. Reicht das? Ein Teller sind 4 Portionen, ja? Schätze ich mal. Nee, du musst das wissen. Ich glaube, ja. Okay, dann reicht das. Dann muss ich davon nicht mehr machen. Was hast du mit unserem Geld gemacht? Gar nichts, ich hab nichts gemacht. Ich bereite gerade was zu. Was passiert hier? Wieso, jedes Mal, wenn jemand isst, sinkt unser Geld? Warum haben wir noch 206, witzig. Hallo, was hast du gemacht, Max? Alle Schulden zurückgezahlt. Du machst es ja nicht. Ja, du bist ja auch der Finanzberater, sagst du immer. Richtig. Okay, das läuft doch hier richtig gut. Die Kellner arbeiten auch gut. Dein Hotdog ist gleich leer. Raff dich. Dönerteller auch geht zur Neige. Aber ich bin bereit. Und dein Dönerteller sieht so ekelhaft aus. Einfach so fünf. Ich lass die Beilagen mal weg. Wieso? Weil der Chat meinte, das ist egal. Aber es geht ums Geld. Das ist das effektivste Gericht. Und du lässt mich aus dafür. Du musst so einen. Lässt beim Döner spießt die Beilagen weg? Ja, weil da braucht man das nicht. Echt? Ja, ja. Wie geil. Du bist smart. Und nicht mehr der Dumme. Isst du gerade was? Ich brauch Zucker, weil ich unter Zucker bin, nachdem ich mit dir spiele. Kaubonbons. Was isst du? Von der Heu Braut und Kaubonbons. Du hast richtig so. Was? Was denn? Kaubonbons. Ja, Kaubonbons. Ich sag nicht Bonbons, ich fress auch kein Klopapier. Kennst du das Video? Ja, kenn ich. Wenn nichts da ist, ist die Klopapier mit Kakao. Manchmal ein Bonbon, manchmal zwei Bonbons. Vielleicht Klopapier. Ey, kannst du. Das ist sehr witzig eigentlich, ne? Kannst du den Arcade-Automaten hier wegmachen? Der ist hier irgendwie eingequetscht, der funktioniert nicht. Ich kann ihn nicht abbauen, ich bin nicht Host, du bist Host. Den Arcade-Automaten. Digga, der Typ wird hier gleich wieder die Pflanze wegmachen oder so. Ja, mach ich chill. Fight Night! Heißt der Automat. Ja, zeig die an. Zeig ich an. Welcher Arcade-Automat? 500.000 Euro Abmahnung. Ich kann den auch nicht wegmachen. Level 120. Jetzt ist geil. Jetzt können wir genießen. Merkst du's? Der Automat ist verbuggt. Alright. Der Automat ist im Arsch. Okay. Was ist mit unseren Kellnern? Das ist dumm, dass der Raum hier hinten ist. Die Kellner brauchen gigalange, um das wegzuräumen. Nein. Du kannst doch langsam den Außenbereich angehen. Stab unser Geld und mach den Außenbereich fesch. Ich mach halt unser Innenbereich fesch. Auch gut. Ben 120 für ein Gericht. Ist irgendwie, das denn die Möglichkeit? Die Automaten fangen ein bisschen an rumzulobben, wenn. Ja, wenn? Wenn da jemand dran war, dann können wir den immer nicht benutzen. Ich glaube, wir können den später erst wieder umschieben. Auch die Claws. Fuck, hier. Meine Kacksuppe fehlt. Oh, wie schnell. Komm schon, heizen. Zwei, oh, ein bisschen zu viel. Geil. Ja. Ey, wir sind so gut. Ja, gerade läuft echt gut. Aber wieso kaufen Leute nicht mehr Zitronenspieße? Wir brauchen mehr Kunden. Die Gerichte müssen weggekauft werden. Warum hast du jetzt The Claw hier so hässlich in den Raum getan?
Weil das vermarktet ist, wir müssen das machen, wenn die alle Kunden weg sind. Okay. Oder wenn keiner dran ist, jetzt ist keiner dran. Wir haben schon wieder 14k. Gibt es auch so Außenbereich-Tische und Stühle? Nee, ne? Oh. Gartentisch, doch. Ich stelle Claw jetzt halt nach draußen. Das ist doch geil. Dann haben wir innen mehr Platz. Warum geht das nicht? Das ist echt verbuggt. Boah, Alter, ich bin so einer reingehen. Draußen gehen da alle hin dann? Ja, alle gehen da hin. Und dann so locken wir die nach draußen, dann könnt ihr auch da dann auch gleich Tische hinstellen und dann haben wir einen richtig geilen Außenbereich. Ja, kann man Sonnenschirme oder so kaufen? Boah, was ist deine Meinung zu Biergärten? War ich zu selten. Bro, du hast gerade 5k für den hässlichen Tisch ausgegeben. Ja, aber das war der einzige Draußentisch. Das sieht so richtig so Draußentisch, Digga. Der gibt mir so Draußentisch-Vibes. Bro, das sieht so asozial aus wie in so, einer, in so einem richtig schlechten Hotdog-Laden, wo so alles ist. Ist aber der einzige schmeckt. Gartentisch. Ist der einzige Gartentisch. Dann stell dir wenigstens auch nicht hin. Ja, mach. Zitronenspieß fehlt! Nein, und der geht jetzt weg. Und mein Max hat ihn verloren. Ah, Hamburger fehlt. Scheiße. Wie viel Scheiße gelabert wegen dir. Bin ich einmal auf Aufzaubern. Hä? Der ist sauer? Ja, doch. Oh, er feiert! Er feiert's richtig! Geil! Ja, 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 geil, 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 geil. Hä? Oh mein Gott, ich spreche gerade zusammen. Haben wir irgendwas gelevelt? Weil manchmal sind die Teller sauber. Na, das ist ein Bug. Okay. Könnte auch irgendwas Geleveltes sein, wenn du mich fragst. Ja. Ich bin so ein krasser Koch und Finanzberater. Ich mache hier sogar noch mit. Ich mache jetzt hier das fucking Geschirr und die Abrechnungen. Jetzt ist gerade richtig geil. Was ist härter, in echt deine Finanzberatung da oder wenn du das hier jetzt machst? Dein scheiß Hotdog fehlt. Ich bring dich um. Na, chill, aber gerade will keiner Hotdog. Und wenn ich das jetzt reinmache, ist das übertriebener Waste. Weil Hotdog ist über, wenn ich jetzt einen Hotdog reinlege, einen frischen, wo 8 Leute von essen können, und dann kommt nur einer, dann ist das Todesscheiße. Ich glaube, das ist ein Perk, was du da gemacht hast. Ich nicht. Hier, verringert allmählich den Anteil der schmutzigen Teller von Kunden. Ja, wie eklig, Digga. Was ist denn, dann kriegen wir einen sauberen Teller zurück, das ist ja überscheiße. Ja, ja. Wenden Sie schrittweise Rabatte auf kaufbare Materialien und Gegenstände an, das machen wir. Nein, bleib hier, der Dünnteller ist doch da, hallo. Nahrung verbrennt langsamer, nehmen wir auch. Hallo, gib doch nicht wieder alles aus. Langfristig ist worth. Oh, meine Suppe fehlt. Digga, wie lange geht der Tag? Wie viel wollen die haben, die Menschen? Ich schrubb hier sogar. Liegt Müll auf dem Boden, bring ich auch weg. Noch mehr Müll auf. Der, wer tut hier einfach so ein Pfandflaschenlager hin? Checkst du? Ja, das war der. Wer kommt hier rein und stellt 8 Pfandflaschen auf den Boden? Das war ein Obdachloser, zu dem Rewe und ich gestern frech waren. Scheiße. Und wir morgen schon mal die Gerichte fertig. Alter, ist das geil. Ich muss morgen nichts mehr kochen. Ich kann einfach nur chillen. Ja, nichts mehr. Nee. Hamburger fehlt ja, aber ich werde jetzt nicht nochmal nachlegen, weil der Tag ist 1 vor vorbei. Du musst Hotdogs machen wie Sau. Was, wenn wir nur Hotdogs anbieten? Schallert das dann? Nein, dann kommen weniger Kunden, weil die haben ja alle verschiedene Interessen. Leute sagen, wir können Kekse noch so passiv machen. Stimmt, da ist da irgendwas dran. Warte mal, wir können eigentlich theoretisch auch nochmal, wenn wir noch mehr Serviertische holen und diese ganz einfachen Gerichte einfach noch mit dazu ballern, kommen dann noch mehr Leute? Nein, oder? Man kann doch nur 50 Gerichte servieren. Ich hab den Frage gerade in den Chat. Was mache ich mit dem Zitronenspießteller, der hier noch dabei ist? Den machst du dann raus. Das mache ich jeden Abend. Jeden Abend mache ich das raus. Und du hast das noch nie. Du kennst diese Mechanik noch nicht mal. Hä? Jetzt mein Teller war dreckig. Ja. Ist die Speise jetzt einfach weg? Ja. Oh, dann fehlen mir morgen die Zitronenspieße. Aber ich brauche gar nicht mehr, glaube ich. Warte mal, lass mal kurz gucken.
Gourmets. Ach du Scheiße, ich brauche noch 5 Zitronenspieße. Scheiße, weil der nicht weggegangen ist heute Abend. Ich habe nur noch einen Teller. Boah, nee. Wie viel hast du denn heute auf Hotdog geballert? Oh, 8 Hotdogs. Und die Hamburger hast du auch fertig. No Reax. Gut gespielt. Ja. Es gibt Service-Fische, wo man Sachen wieder rausnehmen kann. Auch so nennt dich immer Kuba, ja. No Reax. Ja. Nervt dich das nicht? Nee, Kuba darf. Weil so, wenn Leute so aus der Minecraft-Ecke kommen, die müssen das richtig sagen, weil das ist so ein Name, den man... Also dieses Reax, es ist so... Ja, Digga, wir waren 5 Tage gemeinsam in Polen und 5 Tage gemeinsam in Wien, er nennt dich immer noch nur Reax und hört den Unterschied nicht. Er nennt mich Marcel. Der war bei mir kacken, Digga. Dass er meinen Namen nicht richtig aussprechen kann, ist respektlos. Wo ist der krasse Servicetisch? Oh mein Gott. Was ist denn? Es gibt Max Cook. Komm her, mehr, komm jetzt? Sofort. So her, komm her. Bin da. Neuer Was Servicetisch. Das sind neue Servicetische. Aber können wir dann mehr Speisen anbieten? Ich weiß nicht, was haben die für Vorteile hier, Chat? Was bringt der denn? Ich glaube, man kann da die Speisen wieder rausnehmen und irgendwie mehr rein, oder? Wenn ich mich jetzt nicht hier ganz verdingst hab. Oder was bringt der Chat? Sag mal bitte. Ach du Scheiße, so geht das ja gar nicht. Wieder runtergenommen. Mehr von einem Gericht. Man kann mehrere Gerichte da reinmachen. Oh, echt? Ja, und das Essen bleibt warm. Das ist mächtig. Man kann Speisen wieder rausnehmen und in den Kühlschrank machen. Ich hol komplett neu, oder? Hol alle neu, tausch alle aus. Haben wir genug Geld dafür? Vielleicht nicht ganz. Einer kostet 2k. Aber manchmal muss man investieren. Ach du Scheiße, Fehler gemacht. Meinte ein weiser Mann aus Hamburg mal zu mir. Das ist nur einer, ne? Dann mache ich Fehler. Oh, ja, einer ist noch der Alte. Scheiß drauf. Boah, sieht das krass aus, oder? Oh nein, wir haben noch 600. Wenn wir Schulden haben, sind wir am Arsch. Da können wir nicht pennen. Was machen wir? Da musst du Sachen verkaufen. Nee, wir haben keine Schulden. Alles gut. Was machst du da gerade? Vorbereiten für morgen. Okay. Ich hab nicht gewürzt. Hallo? Laden ist zu, Max. Nee, den Laden ist zu. Ich bin zu Hause. Dann vergammelt alles. Egal. So schnell hab ich's nie gemacht. Du siehst ja nicht, koche. Du hast gefragt, was machst du? Ich sehe nichts. Nee, so hast du es immer gemacht. So ist das. Wie fühlt sich das an? Ich gebe dir 5 Sekunden. Ich gebe dir mal 5 Sekunden. Das war's. 5 Sekunden vorbei. Ja, wirklich. Tu es einzig. Schreib und hau ab. So geht's. So, gucken hier. Und ich penne jetzt, ja? 5. Ja, 4. Komm hier so rein. Geil. Direkt pennen. Das war ein sicker Tag. Boah. Hä? Zitronenspieß Level 2. Was ist? Wie haben wir 50 Karten ausgegeben, Bro? Schulden zurückgezahlt oder nicht? Wir haben 50. Alle haben wir gar keine Schulden mehr. Wir haben gar keine Schulden mehr. Das ist krass. Okay. Boah, das war richtig gut gespielt, Mann. Geil. Jawohl. Ja? Nee, gut. Ist gut. Rezept freigeschaltet. Wie kann das denn sein? Tag 32 sind wir am Reinsuchten. Kein XP, weil Max Level. Echt? Wieder rein. Heute gibt's Hamburger. Wieder Hühnersuppe drauf. Zitronenspieß. Sterne Zitronenspieß. Ist das denn die Möglichkeit? So, ich habe jetzt hier, glaube ich, nur was verkackt. Das
Messer weggeschmissen? Krass. Aber ich sag, so geht's schneller. Aber jetzt kann ich noch mehr davon reinmachen in der Theorie, oder hält das jetzt einfach echt länger? Find das mal heraus. Weiß nicht, Chat ist gerade. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Spieß nehmen. Und die Hähnchen muss jetzt einmal loswerden. Ja, ja, mach. Das muss ja alles raus. Nein! Was denn? Oh, die ist die Suppe runtergefallen. Wieso denn? Ich hab links drück gedrückt. Oh. Die stumpf von dir eigentlich, wenn ich jetzt mal so überlege. Das war ein Bug vom Kellner, so ist auch, wenn ich die Sachen wegtrage. Nee, nee, ich hab, du laberst. Doch, das hatte ich schon mal mit dem Kellner. Du laberst, Max. Scheiße. Papa, lass sie reden. Ich hab nur die Wurst rausgenommen und nicht den ganzen Hotdog. Och man. Gott, wie voll mach ich denn die Scheiße hier? Ey, du musst dumm sein. Bei warum? Allem Respekt. Warum? Was hab ich denn jetzt zu mir getan? Mir gehören die linken beiden. Digga, das ist doch scheißegal, wo das reinkommt. Digga, hast du Autismus oder so? Musst du, warum musst du so krass? Ist das krass? Ich habe eben eine ganze Suppe verschwendet, weil du dich nicht an die Regeln hältst. Digga, du bist so, wieso musst du so krampfhaft das so sein? Und das kann nicht anders. Du bist nur, weil eben ein gigantischer Fehler dadurch passiert ist und du reizt ja, es noch nicht mal. Ja, aber ich gucke jetzt immer, ob du da stehst. Ich glaube, das ist das Respekt. Also, das ist der beschissene Restaurant hier, was wir haben. Wir beleidigen uns nur, das ist die richtige Scheißchemie. Du musst dich einfach das machen. Mach das doch. War das ein Burger? War nochmal. Tomate, grüne Paprika. Und eine Zwiebel. Ich habe so geil Griechisch gegessen, bevor ich online gekommen bin, weißt du das? Das hast du gestern auch gemacht. Ja, ja, ja. Bro, ich hab gestern Abend den ganzen Tag nichts, ich hab gestern den ganzen Tag nichts gegessen, dann habe ich abends 9 Piccolini gegessen. Boah, ist das krass beschissen. Und dann habe ich heute Morgen aufgestanden, habe mir auch wieder nochmal 9 Piccolinis gemacht und das, damit muss ich heute auskommen, weil ich kein Geld für Essen bestellen ausgeben will und weil nicht zu Hause ist, weil mein Vater nicht da ist und ich habe kein Auto und ich kann nicht einkaufen gehen. Hast du einen Führerschein? Nein. Dann ist dein Auto doch scheißegal. Ja, nee, nee, also. Ja, 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 aber. Mann, das ist. Ja, okay. Ja, ich hab keinen Führerschein. Und heute ist auch Sonntag. Ist so, als würde es daran liegen. Ja, ich sag, ich könnte fahren. Okay, würdest du mich auf Privatparkplatz irgendwo dein Porsche fahren lassen? Auf gar keinen Fall. Ich würde doch mal einen kleinen Drift ziehen, Digga, in die Leitplanke. Niemand dürfte. Jemand dürfte. Okay, stell dir vor, wir beide sind in deinem Sportflitzer unterwegs. Wir sind an der Raststätte. Digga, ich glaube, ich würde dich nicht mal als Beifahrer mitnehmen. Warum? Ich bin sauber. Nee, aber stell dir vor, wir sind mitten im Nirgendwo auf der Landstraße. Okay, lass eröffnen. Warum redest du jetzt bitte, gerade? Hör mir zu, bitte. Gib mir noch einmal, lass mich noch einmal kurz Content machen. Wir sind an der Landstraße und wir fahren so rechts ran, wir gehen pinkeln und ein Wolf greift dich an und du bist, mach dich knock. Würdest du mich dein Porsche fahren lassen, um dich ins Krankenhaus zu bringen? Ohne Führerschein. Ja, aber du. Entweder die Odds sind, entweder du stirbst halt, du verblutest da, oder ich fahre dich ins Krankenhaus. Das Szenario ist so unrealistisch, Alter. Ja, aber das. Deswegen ist ja auch nur ein Szenario. Was für ein Kack-Szenario. Nee, also, sag. Ja, das ist einfach ein dummes Szenario.
Okay, gut. Da gibt's keine Antwort drauf. Wie unlogisch ist das? Nee, das scheiße von dir, dass du nicht darauf eingehst. Ja, Digga, da könntest du auch sagen, entweder du wirst erpresst, entweder musst du mein Porsche fahren oder es wird eine Atombombe über Hamburg abgeschmissen. Was ist das für ein Kack-Szenario? Ach, Mann. Nee, das macht keinen Sinn, was du sagst. Das ist ein dummes Szenario, das kann nicht kommen. Das kann kommen. Dings, nimmst du mich mal Border League mit? Hallo, bist du noch da? Hallo? Ja, das Problem ist, ich hatte halt letztes Mal Chef Strobel mit. Ja. Und der hat irgendwie 3-4 Mal die Hand von Podolski genommen, wollte die ganze Zeit mit dem Händchen halten. Jetzt habe ich halt mega Ärger bekommen. Weil Chef Strobel sich die ganze Zeit an Poldi rangemacht hat. Und jetzt. Also ich glaube, ich kann dich mitnehmen, aber ich muss erst fragen. Ich würde von niemandem die Hand halten, würde ich versprechen. Okay. Und das. Dann sollte das gehen. Voll komisch von Chef Strobel, warum macht er das? Ja, keine Ahnung. Der hat so gefragt, können wir ein Foto zusammen machen zu Poldi und hat ihn dann so richtig, richtig umarmt. Als würden die sich so 30 Jahre kennen, weißt du? Ja, auch so ein Kuss auf die Wange. Darfst du halt nichts machen. Ja, okay, ich mach keine Fotos. Ich renne direkt zu Felix Lobrecht und mache eine richtig peinliche Situation mit dir. Ich fuck dich richtig. Ziehst dir direkt ein Ding ein. Ich versuch direkt Felix Lobrecht zu küssen. Digga. Wie unangebracht. Ich bin aber richtig verkackt. Digga. So. Alter, dass ich das gemobbt. Das heißt, die Gerichte halten jetzt länger. Eine Speise von dir fehlt. Was fehlt denn? Der Hotdog? Ich glaube schon. Ja. Die halten jetzt länger mit Stück. Zitronenspieß geht noch. Zeig mal, wie viel brauchen wir noch? 3 Zitronenspieße muss ich noch verkaufen. Einer schreibt, nee, was bringt denn der neue Tisch? Ist das einfach nur Design? Was? Ich glaube, es gut. Ah, okay. Die Dinger sehen einfach besser aus und haben keinen Vorteil. Alter, du bist so... Digga. Das war unser ganzes Geld. Digga, du hast schon so viel mehr Scheiße ausgegeben. Was denn? Sag mir eine Scheiße. Alles! Du machst die ganze Kredite und so. Fuck, Digga. Nach Elena kommt Monsieur Anton. Nein. Das ist echt schwer, das Spiel durchzuspielen, ne? Ja. Kebabcell ist unser Handyanbieter. Was sagst du dazu? Ja, nichts. Ist lustig. Wegen Kebab Place checkst du das Spiel. So, Hot Dogs bin ich auch am Rasieren. Gleich können wir die holen. Kann man noch einen zweiten Kaffeeautomat dazu holen? Nee, ne? Ey, warum? Geld ist Geld. Richtig, deswegen muss man es ja nicht mal ausgeben. Was hast du gemacht? Warum schnaufst du so? Ich schnaufe nicht. Dings, hier fehlt uns die Zitronenspieß und die sind alle richtig sauer, Max. Max, der Zitronenspieß! Max! Er geht jetzt wegen dir. Toll, wir haben den Zitronenspieß-Typen verloren. Ist der echt schon weg? Ja, dein anderes Gericht ist auch leer. Was? Hühnersuppe, die mache ich, weil du so inkompetent bist. Digga, Zitronenspieß ist damit 6,9. Und jetzt brauchen wir noch die Suppe, ja? Die hast du bei eben einmal verschüttet. Oh Gott, haben wir überhaupt noch Suppe? Die mache ich gerade warm. Da ist nichts drin. Wo machst du die warm? Auf dem Topf. Da drin? Wie geht das denn? Immer. Und jetzt sind da? Ja. Digga, was geht denn bei dir? Ist alles okay?
Ja, das geht so. Und wird die nicht wärmer? Habe ich das falsch gemacht? Ah, das wird erhitzen bei den Tischen jetzt easy. Ach, das ist der Vorteil von den Tischen. Oh. Ja, die Hitze ist immer sehr cool. Bei der Hühner so befehlt übrigens eine Zutat. Die nächsten Gerichte wären hart. Alle sagen so Kuchen und sowas, so Gebäcke sind geil. Ja. Lamajun ist auch neu auf Level 68. Der muss ja auch so ballern. Lamajun? Ja. Okay, ja. Wir können halt alles machen, und dann, aber ich würde das immer einmal richtig vorproduzieren, so, damit wir dann halt einfach Eier chillen können. Wie geht unser Meisterschaftslevel hoch? Wir sind Meisterschaftslevel 69. Das ist so unwitzig, Kai, wenn du reagst. Ja, ich hab das nur so gemacht, weil das halt so unlustig ist, checkst du? Ah. Nee, komm her, dreh dich um, Max. Dreh dich um, Max, umdrehen, Max. Du hast ein Messer vorm Kopf, was tust du? Wegrennen. Nein, Max, bleib stehen, ich bin schneller als du, ich wiege 100 Kilo weniger. Ich bin hinter dir, Max, du kannst nicht rennen. Max, ich bin am Ende irgendwann, du kannst vor mir nicht entkommen. Oh, shit. Du hast ein Messer im Rücken, du bist tot. Wie ist so viel Müll vor unserem Restaurant? Wo rennst du hin? Abgeschüttelt. Zurück ins Restaurant. Deine Gerichte fehlen. Du läufst gerade mit Messer rum, wie wahnsinnig, anstatt einfach zu kochen. Du hast Messer im Rücken, du bist tot. Nein! Hä, fehlt schon wieder Zitronenspieß? Ja, der wird richtig rasiert. Aber der ist, ich hab schon fertig. 18 von 15. Und die Hühnerbrust fehlt noch, aber die wollte ich nur wegmachen. Ich mach jetzt keine neue. Ist egal, die können, verpisst euch. Entschuldigung, Zitronenspieße sind aus. Bitte geht. Gruß aus der Küche. Gruß aus der Küche, ja. Hier ist schon mal ein kleiner Gruß aus der Küche. Tschüss. Schlechte Nachrichten aus der Küche waren das. Ganz schlechte Nachrichten. Alle Gerichte leveln, boostet unser Meisterschaftslevel. Okay, wir sind Meisterschaftslevel 69. Okay, wir müssen mal andere Sachen leveln. Gibt es hier noch Free-Level irgendwas? Free, was so richtig easy ist? Bringt das auch diese Anfangsgerichte zu leveln, die wir hatten? Ja, gefühlt ja, weil jedes Level, was wir aufsteigen, schiebt. Ich bin gerade krass am Hotdog leveln. Und was Hamburger. Ist denn hier mit Schokolade, Zucker, Mehl, Ei? In der Knetmaschine. Ich bin die Knetmaschine, Max. Sind dreimal Herzkekse. Was? Das in die Rührschüssel? Das check ich nicht. Und dann Butter, Erdbeerscheibe, Zucker, Milch. Vollständig im Kühlschrank abkühlen lassen. Ah, die halten für immer Herzkekse. Die halten für immer. Davon machen wir einmal ultra viele und können die für immer anbieten und die leveln. Boah, das ist nicht schlecht. Ja, das ist echt nicht schlecht. Schokolade, Zucker, Mehl, Ei. Das ist die Mischung und das ist Herz. Das check's nicht. Ja. Und dann nochmal die Rührschüssel. Butter, Erdbeerscheibe, Zuckermilch. Zuckermehl, Eis, Schokolade. Hajo, 70 Monate, Wahnsinn, danke. Danke, Mann. Gibt es noch mehr Kuchen? Haben wir schon noch mehr Kuchen oder ist das all unser Kuchen? Warum stöhnst du so? Ich überlege, du machst ja hier gar nichts, du planst ja nichts. Ich hab dich einmal mit dem Tablet in der Hand gesehen. Ja, ich bin original gerade im Tablet. Digga, hast du das jetzt Happy Kebab genannt? Max? Ich fahr zu dir in dein Dorf. Und dann? Brenne ich das ganze Dorf nieder. Digga, das war so krass für mich. Als du und die ganzen Jungs in meinem 5000 Einwohnerdorf in meinem Vorgarten Adresse liegt, warum machst du das? Nein, Digga, Adresse höchstens liegt, wenn Leon das alles hochlädt, Digga. Die standen mit so einer Fernsehkamera vor meinem Haus, haben meine Hausnummer gefilmt, mein Haus von außen. Die haben irgendwie ein Interview vor meinem Straßenschild gemacht, Digga. Was soll das? Ich muss Abnahme machen. Wir haben 40 Minuten Interview. Vor meinem Haus gemacht. Vor deinem Straßenschild gehabt. Wir sind quasi vom Hauptbahnhof, vom Rathaus zu Fuß mit dem Interview zu deinem Haus gegangen und haben noch aus Versehen in die Videobeschreibung
eine Anreiseadresse gemacht mit Karte und allem. Ja, du machst Gags, aber ich schwöre, so wird es sein. Und auch noch Nurex Telefonnummer, falls jemand das auf Anhieb nicht findet, die Adresse. Falls jemand Nachfrage hat. Döner und Suppe raus sind Max. Ja, Digga, ganz ehrlich. Lass erst die Frau leveln. Warum hast du 10-mal Chili-Pfeffer hier unten? Lass mal einfach weitermachen. Ja? Lass nur die Frau leveln. Warum? Lass einfach, ich verkaufe morgen Tomatensuppe und die Hotdogs. Ich will zum Kommi. Und ich lerne morgen tagsüber, lerne ich die Kekse. Ja? Ja, mach dein Ding. Ich verkaufe jetzt noch meinen restlichen Hamburger und Hotdogs auf jeden Fall morgen. Okay, wir verkaufen morgen nur 3 Speisen oder so. Komm, lass pennen. Nein, ist hier alles weg? Ah, nein, du musst erstmal abräumen, Dicker, bitte. Aber wenn ich jetzt entfernen drücke beim Hotdog, dann ist das kaputt, das Hotdog, ja, ne? Ja, aber wenn wir das hier lassen, dann gammelt das in der Nacht. Und dann kommt das Gesundheitsamt und fickt uns. Auch nicht gut. Wir sind echt gut, Mann, ne? Muss man auch mal... Also echt nicht schlecht. Level 128. Wie, welches Level ist unsere Konkurrenz? Ja, welches Level ist unsere Konkurrenz? Ich penne, ja? Jo, mach das. 3, 2, da bin ich richtig runtergezählt. Heute war nicht so. Obwohl, ich könnte ja auch noch Zitronenspieß weitermachen, weil ich weiß, wie es geht. Wir müssen das leveln und es gibt gut Kohle, ne? Ganz kurz, einer im Chat schreibt, Digga, deine Straße hat kein Streetview, echt kleines Dorf. Warte, wo hat er meine Adresse? Was hat er gesagt? Digga, einer hat geschrieben im Chat, Digga, deine Straße hat kein Streetview. Echt kleines Dorf. Woher hat er meine Adresse? Wie kann er das prüfen? Digga, stell dir vor. Du bist auf Google, ich wollte gerade zu meinem Alpenladen rennen, auf Google Street View drauf, bei dir in deiner Straße, aber wie du gerade irgendwie so vom Fahrrad fällst und das ist so ultra verbuggt, wie du da so hinfällst, das weißt du? Das ist so geil. Ich habe mir das immer gewünscht. Okay, soll ich jetzt noch Zitronenspieße machen, damit das gelevelt wird und wir gut Geld machen? Aber dann muss ich das jetzt nochmal von vorne bis nach hinten durchballern. Ja, ich mach jetzt erstmal, ich mach Hamburger heute nochmal. Oh, Hamburger geben 800 mittlerweile. Ja, scheiß auf das Geld, es geht nur ums Level. Hotdog und Hamburger Level. Mach Hotdogs Hardcore. Paprika, Zwiebel, Tomate. Achso, und Zitrone, ne? Ja. Okay, ich kaufe Zitrone, grüne Paprika, Zwiebel, Tomate. Zitrone. Schon wieder vergessen. Zitrone, grüne Paprika, Zwiebel, Tomate, okay. Max, ich hab mal. Soll ich dir mal den smartesten Play, den ich je gemacht habe im Internet, erzählen? Nee, komm. Okay. Danke, das ist geil. Alter, grüne Paprika ist im Angebot. Lass die kompletten Laden leer kaufen. Nein, mach mal nicht. Du hast schon fertigen Spieß, den habe ich nicht gewürzt. Den schmeiße ich nochmal weg. Kannst du das Gemüse einsortieren, bitte? Oh Gott. Ich spiel mit euch. Ich mach jetzt nochmal 4 Spieße, Alter. Perfekt. Ich mach jetzt hier richtig Großbetrieb. Oh. Zwei, drei, vier. Salz. 1, 2, 3. Ey, so im einen Step groß machen und so Essen vorproduzieren ist so geil. Nice. So, jetzt schneiden.
geil. Nur einmal weißt du, so ein Gericht geht, ist halt fett GG, ne? Also wenn du so richtig so am... Checkst du? Ich rede mit dir, du Sau. Wenn du einfach ein Gericht so direkt so 1000 Mal machst. Hallo? Oh mein Gott, ich war gemütet. Ja, das ist auch meine Philosophie. Das mache ich doch die ganze Zeit, oder? Das machen wir die ganze Zeit, Max. Das sieht so räudig aus. Ja, das... Das, wieso sagst du das? Soll ich das hier einräumen, was hier ist? Ja, einmal, das wäre super. Wieso macht er das so komisch? Ja, so soll es reinlegen. Hä, wieso geht das jetzt nicht? Vier Spieße auf einmal, ey. Alter, ich räume immer so clean das Regal ein, du checkst gar nicht. Ich sollte in einem Rewe arbeiten. Wenn ich bei einem Supermarkt arbeiten würde, welchen Supermarkt würdest du mir vom Vibe geben? Penny! Hä? Nein, Digga, gib mir mal, mach jetzt mal ernst. Was ist? Wie schnell das kam. Ja, also, sag jetzt mal. Ja, was soll ich sagen? In den Supermarkt, von dem ich den Vibe hab. Boah, du bist aber auch so... Boah. Digga, Leute schreiben normal. Digga, wer geht normal einkaufen? Ah, niemand, deswegen ja. Ach, scheiße. Ich würde sie aber auch so bei... DM oder so sehen. Oder Müller oder Butnikowski, weißt du? Müller, Digga. Als ob ich dann so... Omas berate, was sie für Lippenstift nehmen, oder wie? Ja. Genauso. Ja. Du hast es so gut erfasst. Geil. Wie du es sofort schaltest und checkst. Aber ich bin so einer, bin ich so einer, der da so für immer arbeitet, oder das ist nur so mein Aushilfejob in den Ferien? Aushilfejob, aber du bist richtig abgefuckt davon. Okay, und was ist so, was mache ich nach den Ferien? Weiß nicht, in der Schule versagen, ich weiß es nicht. Okay, hast recht. Ich habe überlegt, neben dem Streaming einen Minijob anzufangen. Aber das ist eine scheiß Idee, oder? Aber ich habe nie gearbeitet. Ich hatte nie einen Chef. Ich glaube, das würde mir so viel an meiner, weißt du, das würde mir so mich so an meiner Weiterentwicklung, glaube ich, hindert, dass wenn ich dann nie einen Chef hatte. Checkst du, was ich meine? Weil wenn ich dann gearbeitet habe, bin ich so viel dankbarer für das, was ich jetzt mache. Checkst du? Und dann maloche ich noch mehr. Ja, aber du hast doch jetzt deine Chance, mal richtig reinzustreamen. Ja, aber ich brauche einen Chef. Kannst du so tun, als ob du mein Chef wärst bei Streaming und mich immer anschnauzen? Oh, das ist echt geil einsortiert, den Scheiß hier. Ey, du sollst mich anschnauzen, bitte. Stück. Mach ich doch die ganze Zeit schon, hä? Ja, aber irgendwie nicht so geil. Ach. 4 Zwiebeln. 4 Tomaten. 4 grüne Papp. Digga, das wird Tage halten, was ich hier koche, ne? Da haben die Kunden gar keinen Bock drauf, wie lange das hält. Die sind richtig genervt, sagst du? Ja, die wissen so, oh scheiße, ist das noch von letzte Woche Dienstag der Spieß? Oh, ja klar, ich hab direkt vorgekocht. Welchen Tisch hast du geholt? Für draußen? Nee, für innen. Hä, du hast die ganz hässlichen. Du hast die billigen geholt und einfach eine Farbe geändert. Ja, geil, ne? Das ist echt geil. Oh, jetzt gehe ich hier richtig ab. Scheiß drauf. Okay, ich habe meine Gerichte seit 10 Minuten schon drin. Digga, du bist... Ach, nee.
Was willst du fadern? Mir fehlen die Worte für dich, Digga. Warum machst du jetzt wieder vier? Du brauchst nur einen Teller. Dann legst du alles so auf Einzelteller, weil sonst haben wir nicht so viel Platz im Kühlschrank. Hier steht seit 10 Tagen Tomatensuppe rum. Soll ich halt nochmal Tomatensuppe anbieten und das wegmachen? Ja, aber ich will die Hühnersuppe weg. Mach mal Tomatensuppe anbieten, ja, das ist gut. Oder ist die Hühnersuppe schon weg? Ne, wir machen halt erstmal die Hühnersuppe weg, wir machen die Tomaten. Okay. Ich muss insgesamt weg. Wir müssen uns dann auf Kekse konzentrieren. Das dauert zwar hier alles so, aber das hält dann auch einfach Jahre. Checkst du? Ja, das ist, sag ich die ganze Zeit. Können wir uns nicht noch einen Kühlschrank kaufen? Nee, das, ich finde das cool, wenn wir das jetzt so managen könnten, weil noch einer würde Ästhetik hier rausnehmen. Bro, wir brauchen alleine einen Kühlschrank für die ganzen Kekse. Wir machen ja noch einen riesigen Kekskühlschrank. Wir haben aber hier noch richtig viel Platz. Ich sortiere gleich die Kühlschränke um. Okay, ich kann es eingerichtet hinlegen. Digga, habe ich rasiert. 4 Stück auf einmal. Weißt du, das wird uns locker $30,000 geben, was ich hier gekocht habe, ne? Du hast das Gericht noch nicht mal ausgewählt. Ich hasse dich auch. Ich mache meine Gerichte nur. Ey, warum hassen ist ein großes Wort, Max? Servieren. Schön neues Fleisch. 7,0. Ey, wir sind so im Hype, hier stehen Leute so krass. Zack. Alles wegsortieren. Zack. Und zack. Traum. Digga, das ist heftig, was wir hier abreißen. Ja. Was hast du denn da gekauft? Ey, wenn du jetzt einen neuen Kühlschrank kaufst, mache ich dir 1 Milliarde Kekse. Wir haben doch einen... Wir haben noch einen leeren Kühlschrank. Ich mach dir wirklich dumm viele Kekse. Hä? Ja, aber wir haben doch hier, wie kannst du den Fleischkühlschrank Kekse machen? Da? Oh, oh, oh. Was denn? Was willst du sagen? Du spielst mit dem Feuer. Digga, nicht die Mezzomix. Die habe ich immer noch hier, die alte. Die von vor 2 Wochen? Die von vor 2 Wochen. Nee, dann ist over, dann scheppert sie aber wirklich. Die hole ich mir. Digga, die ist so alt, das ist, glaube ich, da drin schon gegoren. Das hat jetzt mittlerweile Alkohol. Mittlerweile müsste die knallen. Digga, das ist auf einmal ein Korn geworden. Cola Korn. So, Schokolade, Zucker, Mehl, Ei. Das hole ich erstmal. Wir haben genug Eier, wir haben genug Eier. Dann Schokolade, Zucker, Mehl. Kann ich schon mal aufmachen? Ja. Dann öffne ich jetzt den Laden. Hallo, Kunden. Schokolade. Zucker. Mehl. Darunter kommt noch Butter. Wir haben genug Zucker, ja? Nee, warte mal, Milch? Nee, Zucker haben wir nicht. Wir haben keinen Zucker. Wir haben Milch, wir haben Semmelbrösel, wir haben Hühnerbrühe. Ich kaufe einfach alles. Milch. Butter. Ich kaufe einfach alles 6-mal. 129! Sauber. Okay, reicht. Was kostet das? $3,500? Digga, fick dich, Max. Das wusste ich jetzt auch nicht. Für ein bisschen... Hä? Jetzt muss ich Erdbeeren holen. Digga, die müssen aber für viel Geld weggehen. Aber dafür können wir halt echt unendlich machen, ne? Erdbeeren sind wieder rumgenutzt. Ich geh mal weg. Wie viel Erdbeeren braucht man immer pro Portion? Mach ich erstmal vor.
Wirst du Nightingale spielen? Ja, das kommt am 25. raus. Das spiele ich direkt. Wenn meine Sachen leer gehen sollten, sag kurz vorher Bescheid, ja? Ja. Gut. So, ich koche jetzt hier direkt aus dem Scheißding raus. Rührschüssel. Nehme ich. Zack. Ich zauber jetzt hier mal richtig einen auf, Leute. Wie tue ich Schokolade in eine Rührschüssel? Einfach reinlegen, ist das dann drin? Open. Ach so. Ah, okay, ich muss sie erst öffnen. Hab's gemacht. Eine Schokolade. Wir brauchen mehr Rührschüsseln. Hast du die Schokolade rausgenommen? Nee. Die liegt hier. Hä, wieso hab ich das denn gemacht? Ich brauche mehr Rührschüssel. Ich will direkt mehr machen. Ich kaufe Rührschüsseln ein. Ja, mach das. Kann man die irgendwo lagern? Gibt es so eine Rührschüssel, so wie bei... Oh, wie hieß der Laden nochmal, der pleite gegangen ist? Schlecker? Nicht so alt. Dieser Nudelladen. War Piano, aber ist nicht pleite. Aber die meisten doch, oder? Nee, ich sehe immer noch voll viele. Okay, echt? Ja. Okay, geil. Kannst du mal Kartoffeln und Kartoffeln holen? Ich war gerade einkaufen, nein. Dann endet unsere Reise jetzt hier. So, ich mach 6 Portionen, ja? Gott, das ist aber auch eng hier. Mach direkt 6 Putz. Ich mach so im großen Stil. Ja, aber man darf nicht zu krass übertreiben, Bro. Spieß es aus! Du sollst doch Bescheid sagen immer! Wie spieß es aus? Ich bin auch am Kochen, weil meins aus ist! Boah, hab ich einen krassen Hamburger gemacht. Digga, du hast 20 Rührschüsseln geholt. Ey, Max, bitte. So viel brauchen wir nicht, das hält ewig. Das sind Kekse, die müssen wir eh auf hohe Level bringen. Okay. Aber hör auf, die umzuschubsen, was hast du hier gemacht? Mach ich nicht. 6 Stück, okay. Schokolade, über 150 Gramm Zucker. Du musst neue Hotdogs produzieren, scheiße. Ja, arbeiten jetzt. Ich glaube, Max, hör mir zu. Überall Mehl, ja? In dem Raum, wo wir hinten sind, den wir hinten haben, wo wir nur die Spüle haben, werde ich nochmal so eine Kühlschranktheke aufbauen, so eine breite, checkst du? Und da werden wir dann Essenlagerung machen. Wenn wir vorproduzieren. Verstehst du das? Okay. So, ein Eier meintest du, haben wir noch genug, ja? Schon. Ich sehe sie nicht. Bro. Unten, da in der Eierverpackung, in dem Kühlschrank. Na gut. Wie viele Eier braucht denn eine Packung? 3x Ei. Ein Ei war jetzt hier drin? Wo ist denn die Packung? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Wenn ich jetzt irgendwas verkacke, habe ich es gleich 5 Milliarden Mal verkackt, ne? Spieße sind wieder alle. Wie kann das sein? Wie kann das? Ich mache heute keine mehr. Nein. Okay? Ja, okay. Morgen 2 Portionen.
Wir müssen uns gerade eh nur auf deine Hotdogs konzentrieren. Ja, die Kartoffeln sind leer. Ich bin gleich out of Hotdogs. Drei Eier. Geil, Digga, das ist krass, was ich hier mache. Checkst du das mal? Ich bin das so am Checken, Alter. Was ist die Knetmaschine und was ist die... Das Rührding. Wie hast du das angemacht? Mit meiner Magie, nein, rechts. Lavash? Ja, du musst dann ändern, was du raushaben willst, sonst geht das kaputt. Herzkeks. Wann ist fertig? Wo steht das? F-Make. Ach du Scheiße, so geht das. Okay, wie viel macht der da draus? Aus einem Teig? Keine Ahnung. Oder ist das ein Bug? Nein, du musst das rausnehmen, das reicht schon, wenn der gemacht ist. Wo ist es hin? Neben dir, oder hier. Hm. Wie macht denn ein Teig, hä? Ist das ein Bug? Nein, das meine ich ja, du hast völlig übertrieben, Digga. Wir haben 200 Kekse. Ja, ich habe echt 200 Kekse gemacht. Aber dann haben wir die sofort Max Level und können unsere Meisterschaft pushen, das ist nicht schlecht. Hilf mir mal bitte. Scheiße, wird alles vergammeln. Nein. Ich habe für 4000 Euro Keksteig gekauft. Bro, eine Schüssel sind 100 Kekse? Digga, ich habe 6 Schüsseln. Die ganze Zeit, Digga. Was machst du? Ich mach das auf den Teller und dann kann ich das leichter im Kühlschrank einlagern. Scheiße. Aber ja, lager das mal alles fett ein. Richtig aber, großes Ziel. Du musst die Backen noch vorher. Kannst du mehr Backbleche holen? Wie machst du das Gerät immer an? Hier ist kein Schalter. Doch, da an der Seite. Rechts. Ja, links kriegst du das nicht an. Ey, stabil machst du das. Gut. Kannst du noch mehr Backbleche holen? Du musst den Keks backen, oder? Ich back den jetzt. Stopp! Okay. Mischen Sie aus. Warte mal. Ja, hallo? Lest jetzt mal durch, Herzkeks. Ich checke es nicht. Ich hol Backbleche. Ja, hier liegt was auf dem Boden. Das muss auch noch weggesortiert werden. Was denn? Du hast jetzt schon fertig, oder nicht? Nein, das ist der erste Step von zweien, was es jetzt ist. Da muss doch noch die Erdbeerscheiße drauf und alles. Glasur und sowas. Ich brauche jetzt auch eine halbe Stunde. Ja, okay, gut. Ich lasse es noch hier liegen. Aber mach so, dass es nicht abläuft, bitte. Nein, das läuft nur ab, wenn wir schlafen gehen. Wo ist Backblech? Es gibt kein Backblech. Aber wo habe ich denn die Backbleche her? Die kommen im Ofen, oder wie? Füllung, jetzt kommt erst die Füllung drauf und dann Ofen. Okay. Wo hast du die Backbleche her? Ja, und die aus dem Ofen, aber ich glaube, wir haben nur zwei, als ob man die nicht nachkaufen kann. Ein Ofen ist ein Backblech, musst du mehr Ofen kaufen. Oh, nee, kein Bock. Okay, aber das sieht doch schon mal gut aus. Davon machen wir noch weiter. Ja, aber Matthias, okay, machst du das? Die halten, aber im Kühlschrank hält ja alles unendlich, ne? Ja. Aber warum bist du so? Weil du einfach so eine Scheiße machst die ganze Zeit. Das boostet uns. Ich sag dir 20 Mal chill bisschen mit den Keksen und du holst 80 Dinger und machst 40 Kekse. Okay, nimmst du jetzt immer weiter da raus, ja? Schön alles raufladen, dann den Kühlschrank damit. Ja, du bist wie so eine Oma, Digga, an Weihnachten. Ja, das ist doch krass. Digga, Oma übertreibt mal komplett, du kannst 3 Jahre Kekse essen. Ja. Ich fress jetzt noch die Kekse aus der 22. Saison. Kann jemand das hier schon rausnehmen? Ja, kannst immer schön F machen, jetzt rausnehmen. Und dann darauf packen, geil.
Jetzt haben wir gleich nur noch drei Dinger. Morgen mache ich dann weiter. Dann mache ich die Glasur. Ich habe morgen auch keine Gerichte mehr. Wir müssen morgen richtig kochen. Und oh Mann, du bist die ganze Zeit am Rührding. Oh, ich heule gleich. Soll ich dir mal helfen? Nö, chill einfach nur. Laber mich rein. Fett so. Für morgen vor. Dass wir 900 Kicks haben. Wir direkt gelevelt. Ist das Beste für Meisterschaft. So muss man eigentlich jedes Gericht spielen. Ja, das machen wir die ganze Zeit, oder nicht? Nein, nein, dass du direkt so ein Gericht machst, so 200 und dann hält das für immer. Ja, das mache ich fast immer. So viele machst du nicht. Oder wir machen sie komplett fertig. Oder dann. Ich muss jetzt erstmal Hotdogs machen. Und von vorne, Bro. Auf was für Teller tust du das immer? Keine Ahnung. Halt Teller, die aus dem Schrank. Was denn für Teller, sag mal schnell? Die normalen. Boah, ich nehme so einen viereckigen Teller. Einkaufen gehen. Das lohnt sich. Wir können jetzt zwar gerade nichts verkaufen. Haben wir überhaupt noch morgen was zu verkaufen? Ja, Spieße noch, ne? Meine Zitronenspieße. Ja. Sind deine Hotdogs nicht mal fertig? Können wir nicht mal jetzt hier die Dame ranholen? Willst du mich verarschen? Was denn? Was? Nee, ich muss jetzt. Ich habe ja deine Sachen die ganze Zeit kneten müssen und deswegen habe ich jetzt nicht Dings machen können gleichzeitig. Digga, unser Restaurant sieht so geil von außen aus. Ja. Schön Happy Kebabs, direkt noch die Cross-Werbung für deine Unternehmen da. Geil. Kein Problem. Das ist so schlau von dir, das ist so. Oh mein Gott, ich mich bezahlt. Ja, Leute, Nureyak hat jetzt seine ersten 5.000 Euro verdient und überlegt, nach Madeira auszuwandern. Hä, stimmt nicht. Aber momentan zahlt er mit einem Jahreseinkommen von 5.000. Das stimmt nicht, warum laberst du jetzt so eine Scheiße? 0% Steuern, jetzt überlegt er, nach Madeira auszuwandern. Das habe ich nie gesagt. Warum sagst du das? Ich sag's sogar mit dem, wenn du 5.000 im Jahr verdienst, sage ich, zahlst du sogar in Deutschland weniger Steuern als in Madeira. Digga, aber wo soll der Gag jetzt hinführen? Ich verstehe nicht. Oder ist das einfach nur wieder eine Verleumdung im Internet, die du hier machst? Hallo? Machst du gerade Rufmord, Max? Was denn? Machst du nein, wieder, nein. Hast du wieder Rufmord gemacht? Es sind doch jetzt insgesamt schon 34 Streamer nach Madeira gezogen. Digga, wir haben darüber geredet, ob ich nach Hamburg oder Köln ziehe. Da war oder nie Madeira hast du überlegt. Nein, Madeira ist nie gefallen. Ich meinte ja Hamburg. Also ich würde Madeira nicht fühlen. Ich würde Hamburg oder Köln für dich besser finden. Ja, ich auch. Aber ich glaube, ich halt in Hamburg würde ich vereinsamen. Und in Köln nicht? Keine Ahnung. Würdest du mit mir immer ins Gym gehen? Ich gehe dreimal die Woche ins Gym. Wenn du zu meinem Gym kommst, nehme ich dich sehr gerne mit. Und du würdest mich zu einer richtigen Maschine machen. Bro, ich könnte dich stark und fett machen. Das ist so ein Trainingsprogramm. Ich will nicht so aussehen wie du. Ich mach dich zum Oger. Ich mach dich zum Oger. Digga, wie witzig wäre das, was wäre das für ein krasser Clip, wenn ich in 6 Monaten so aussehe wie du einfach dann. Und das Trimax-Coaching gehabt. Auch Glatze und Bart alles. Und fertig. Ich sehe aus wie du, Digga, alles scheiße. Also. Das ist hier mein Teig, ne? Ja. Nein, doch das. Ich dachte, boah, ich dachte, du nimmst meinen. Es backt. Alles leckt gerade. Hallo, bei dir auch? Ja. Nein. Leck! Boah, wenn wir den Tag verlieren, spiele ich nicht mehr weiter.